Willkommen zurück bei No Man's Sky. Wir sind immer noch hier im zweiten System, haben noch einen Planeten, den wir uns noch nicht angeschaut haben. Den suche ich jetzt mal noch eben. Der wird mir noch nicht unten auf der Karte angezeigt, denn auf dem waren wir schon. Auf dem, von dem kommen wir gerade und von dem Mond da hinten. Den haben wir auch schon entdeckt und gesehen. Okay, vielleicht muss ich erstmal ein paar Meter raus aus der Sichtlinie. So, da müssten wir irgendwo. Ist er das? Davon, das ist er. Jo, würde ich sagen. Ab dafür. Kaktusfleisch, Pyrit und was war's noch? Natrium und Kupfer. Ein Wüstenplanet. Ach so, da steht auch schon direkt da. Ah, das sehe ich jetzt erst. Das über den vier Sachen, die mir da rechts unten angezeigt werden, auch Wüstenplanet steht. Okay, gut zu wissen. So Sau 12. In einem System mit vier Planeten. Ne, mit drei Planeten und einem Mond. Vielleicht gab es früher mal mehr. Vielleicht hat der Typ aus der letzten Folge, wo wir nicht wissen, was der mit dem Kram einstellt, für die Mission, was wir für den da abgeliefert haben, was er damit macht. Vielleicht löscht er hier die Planeten aus dem System. Kann ja auch sein. Ja gut, da ist wieder recht wüstig unterwegs, der Planet. Wenn es angezeigt wird, dann wird das schon so stimmen. Doch, guck mal, da hätten wir direkt ein kleines Gebäude. Ich halte mal an, aber okay, Tiere gibt es auf alle Fälle schon mal und eine ganze Menge Pflanzen. So viele Pflanzen, das ist kaum ein... Es ist unmöglich, das Schiff 5 Meter weiter hinten zu parken. Na gut. Natriumansammlung. Hier oben waren noch welche da. Noch irgendwo. Da ist noch ein vergrabenes Technologiemodul. Na guck mal, da sind noch andere. Auch ein schöner Blick von hier. Na, guck mal, das sind sogar noch welche. Und ein Wächter geistert hier auch durch die Gegend, okay. So, dann hätten wir schon mal vier Spezies entdeckt. Das heißt, ich gehe mal von aus, vielleicht so um die 10 Spezies wieder hier auf dem Planeten. Hallo? Okay. Warum wird er mir nicht angezeigt? Weil ich das System schon hochgeladen habe? Das wäre ja doof. Na toll. Achso, ich kann so auch Wegpunkte erstellen. Jetzt wird er hier nicht mehr gezählt, weil ich das System schon mal hochgeladen hatte, oder was? Okay, das ist dumm. Von mir oder vom Spiel, ich weiß es nicht. Muss ich direkt wieder plündern. Bin ich nicht begeistert, da wird geplündert. Wir können uns ja als nächstes System raussuchen mit ein paar mehr Planeten nochmal. Dürfte ja vorher angezeigt werden. So. Was gäbe es denn hier zu kaufen? Metallplatten, Sauerstoffkapseln, Mikroprozessoren. Unkontrollierbarer Schimmel. Kobaltspiegel. Na
Na gut, wenn der Planet nicht anerkannt werden möchte, hauen wir ab. Ich glaube wirklich, das liegt daran, dass ich das System an sich schon hochgeladen habe oder als solches. Gut, dann ab in den Weltraum und ab ins nächste System. Schade, dann will ich hier auch nicht weiter rumgucken. Ja, das ist wirklich jetzt bloß, das ist dann bloß schade. So, dann schauen wir mal. Wir sind da unten. Wir kommen von da oben? Nee, von da kommen wir nicht. Von da. Da ist die Planetenbasis. Da können wir noch nicht hinspringen, ne? Nee. Die kriegen wir auch noch nicht. Da brauchen wir halt wieder so einen speziellen Sprungantrieb, um da hinzukommen. Und wenn ich einfach wieder so ein bisschen zurückfliege, dass wir nicht allzu weit weg sind von unserem Heimatsystem. Hier hätten wir 1, 2, 3, 4 Planeten und einen Mond. Außerhalb der Sprungreichweite? Echt? 170 Lichtjahre? Moment mal. Das sind 169? Ach so, wegen dem neuen Schiff oder was? Ach, ich glaube, ich habe da den besseren Sprungantrieb noch nicht drin. Okay, das ist schade. Jetzt ist hier zwischendrin eine Lücke, dass ich da nicht so einfach hinkomme. Was haben wir denn da? Zwei Planeten bloß. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf Planeten. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Wollen wir dahin? Hauptlebensform, diesmal die Korvax, nicht mal die Valkyrien. Los, ab zum nächsten System. Auch da würde ich direkt auf die Raumstation drauf, um das Anzug-Upgrade nochmal zu holen und mitzunehmen. Das letzte kam 10.000, das erste 5.000, das letzte 10.000 und ich gehe mal stark davon aus, dass das nächste vielleicht 20.000 kostet. Oh, doch da, Bericht des Raumschiff-Überwachungssystems. Hyperantriebfehler, Warp-Treibstoff aufgebraucht. Suche nach Treibstoffquelle, Suche, gefunden. Das ging schnell. Warp-Treibstoffquelle. Orientierungshilfe zur Treibstoffquelle akzeptieren. Sehr gern. Orientierungshilfe akzeptiert. Plane Route. Guck mal, da vorne ist so eine Frachter Dings. Treibstoffquelle entdeckt. Da müssten wir wohin? Zwei? Zwei sogar? Oder? Gehen mal den Planeten. Was wäre das für einer? Ein scharfer Planet. Ey, was ist denn das? Was soll sich der Erforscher unter einem scharfen Planeten vorstellen? Was haben wir da? Ein flacher Planet vielleicht? Wird auch die Flacherdler was zu gucken haben. Ein super kritischer Planet. Okay. Ich freue mich. Hatte ich den schon? Ne, den hatten wir auch noch nicht. Was war das? Oder was ist das für einer? Ein sengend heißer Planet. Ach Gott, oh Gott. Das ist ein einsamer Planet. Ach, verdammt. So, wo ist denn die Raumstation jetzt? Da. Oh, guck mal. Der sieht doch ganz gut aus. Bitte. Ein blühender Planet. Das klingt gut. Das gefällt mir. Warte mal, was gab's da? Habe ich mich jetzt verlesen? Ah, die Sternenknolle. Okay. Dann mal ab zur Raumstation. Und schon sind wir da. Hätte ich mir den Impulsantrieb-Boost sparen können. Stimmt, wir hatten in dem anderen schon einen anderen... Ja, okay, der ist wieder leer. Chromatisches Metall. Das kriegen wir hin und Technologiemodul. Aber wie gesagt, vielleicht finden wir hier auch nochmal im System ein neues Schiffchen. Kommt da eins rein oder? Oh! Da kommen sogar drei rein. Da warte ich mal ganz kurz. Hallo? Wild rum gestikulieren.
Juhu, Juri. Mal schnell alle durchklicken. 26 Plätze. 2 Millionen müssten wir für blechen. Ah, die haben wir gerade so nicht da. Ui, jetzt wird's aber, hier ist aber was los. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen teurer, so wie das aussieht. 28 Plätze. 8 Millionen. Oh, 2 Plätze mehr und dann gleich 6 Millionen Credits mehr. Okay. Ha, 38 Plätze. 30 Millionen. Nee, 40 sogar. Das hatte ich doch gerade, oder? Ja, das hier ist noch neu. 23 Plätze, hätte 3 Plätze mehr. 800.000 müssten wir investieren. Und wir hätten dann 3 Plätze mehr. Gut, der Hyperantrieb wäre auch leer, ist jetzt nicht so schlimm. Das würde ich eigentlich direkt mal machen. 3 Plätze mehr, 800.000? Wieso nicht? Oder? So, machen wir es einfach mal. Haben wir ein neues Schiff. Sieht ein wenig... Naja, weiß ich nicht, wie so ein Weltraum-U-Boot aus. Aber tada, neues Schiffchen. Immerhin. Und dann gehen wir erstmal rüber zum Anzug. Mal gucken, was es hier für Nanit gibt, was wir kaufen könnten. Und wir brauchten... Das Ding hieß Technologiemodul, ne? Ein Technologiemodul. Das kam eine ganze Menge, glaube ich. Und, ja gut, chromatisches Metall, das kriegen wir selber hin. So, also, der letzte 10.000, der 20.000. Jo. Nehmen wir mit. Grüß dich. Wärmeschutzmodul B. Würde denn da stehen, wenn ich schon was davon besitze? Giftschutzmodul A. Wärmeschutzmodul A. Bewegungsmodul A, das sieht doch nicht schlecht aus. Das nehme ich mal mit. Ach ja, ja, der Gefahrgutschutzhandschuh benötigt auch da Rang 3. Habe ich nicht so ein Bewegungsmodul gerade? Ach hier. Ach so, ja, stimmt, das waren Sachen, die ich so kaufe. Ach so, das kann ich da nicht reinbauen. Ach doch, ich muss ja erst auf Installieren gehen und dann... Plus 40% Sprintdistanz, das ist doch super. Treibstoffeffizienz 13%, anfängliche Schubkraft 3%. Hallo? Hyperantriebmodul C kostet plus 73, plus 11% Reichweite anscheinend.
Ist das sinnvoll, sich sowas zu kaufen? Braucht man das? Wirtschaftsscanner? Später mit Sicherheit, aber für den Anfang? Oh, hier. Das wäre doch super, wenn wir da mal ein bisschen was Besseres finden könnten. Auch das hat wieder nur 5 Plätze. Kostet dafür auch wenig Geld. Ach hier. Bergbaustrahl. Das wär's doch mal. Bergbaustrahl C. Glutsperrmodul. Bergbaustrahl B. Plus 12%. Nehme ich mal mit. Kann ich... Ich probiere jetzt mal was. Okay, ich merke gerade selber, dass das doof war. Da ich ja gar nicht so viel Platz habe. So, diese alle kaputte Technologie. Nein, die kann ich nicht rauswerfen. Ui, wie ärgerlich. Was hat denn das Ding drin? Hat die Geologiekanone drin. Ach Mann. Brauch eins mit mehr Slots. Das macht so alles keinen Sinn. Oh, Kapitän, grüß dich. Die kleine Kreatur ist bei meinem Erscheinen damit beschäftigt, Gewinne zu addieren. Ihre Augen öffnen sich weit in Erwartung unseres ersten Kontakts und sie reibt sich gierig die Finger. Sie pickt eindringlich auf den Finanzdaten auf ihrem Tablet herum und hüpft dann auf und ab. Es fällt mir auf, dass sie erstaunlich riecht. Ich gebe dir mal 10 Units, wenn die so auf Geld stehen. Wenn das eigentlich... Die Lebensform ist offensichtlich begeistert. Sie gibt mir etwas im Tausch. Sie gibt mir 9 Units zurück. Sind das 4 richtige Augen oder sind das irgendwo 2 Fake-Augen dabei? 7? Nanit. Naja, immerhin, wa? Achso, die Pflanze könnte ich durchsuchen. Ah, hier sitzt ja auch noch jemand. Grüß dich. Ey, was machst denn du hier? Du bist doch Maikin, oder nicht? Trischt auf sein Multiwerkzeug ein. Krieger trösten. Ich habe sonst nichts anderes dabei. Er verpasst mir einen Kopfstoß. Du nimmst Schaden. Danke. Nein, das Ansehen bei den Valkyrien hat sich verschlechtert. Ach, verdammt. Das wollte ich natürlich nicht. Halt, Geologenentität. Als ich mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Metallelemente misst. Ich tue so, als würde ich wenig über sie oder ihre Kommunikation wissen, worauf die Lichter in ihrer Maske zu leuchten beginnen. Seltenes Metall geben? Einmal? Das Licht der elektronischen Lebensform fängt plötzlich an, intensiv aufzuflackern. Mein Angebot entsprach offensichtlich genau ihren Vorstellungen. Sie legt ihre Silikonhände auf mein Visier und dankt mir mit einer Sprachübertragung. Okay, das Kovax wurde für selten gelernt. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Ach hier, guck mal, das Kovax wurde für Warnung erlernt. 2 Wörter. Gut, ja, das ist okay. Besucher, 20 Aliens getroffen. Mahlzeit, grüß euch, hallo, hallo, guten Tag. Ich bin der Neue. So reden die beiden denn hier mit mir? Denn die anderen, die Valkyrien, haben das noch nicht gemacht. Auch nicht. Auch wieder mit dem Missionsagenten zu tun. Ja.
Da müssen wir hin. Da ist die Treibstoffquelle, aber ich würde echt gerne auf den blauen Planeten. Der sah ja wirklich gut aus dem Orbit. Oder aus dem Weltraum. Im Orbit waren wir noch gar nicht. Halt. Tut mir leid. Wir haben jemand Besseres gefunden. Okay, dann lasst uns mal abhauen. Sogar ein bisschen Silber unterwegs mitgenommen. Das ist doch schön, 23 Plätze im Raumschiff. So langsam können wir uns dann damit ein bisschen hocharbeiten, wenn wir dann die... Ja genau, das Bergbaustrahlmodul, das kann ich halt leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Kann ich halt nicht ins Multiwerkzeug hier irgendwo reinbauen. Ich hätte ja das gerne rausgeschmissen, aber das geht nicht. Leuchtet denn da rechts? So, ist das eine Absprungkapsel? Achso, nö. Ah, okay. Irgendwas anderes zum Abbauen. Doch. Okay, hier liegt eine riesige Kugel rum. Oh, und es regnet. Das ist wahrscheinlich so giftiger Regen. Giftige Ausbrüche steht da. Dragu. Okay. Eine 70 Toxizität. Alter. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir, Licht strömt aus ihrem metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Der Name Korvax. So, das hatten wir schon mit dem Valkyrien. Das ist immer das erste Mal, wenn wir hier diese Wissenssteine... Ah ja, aber sieht gar nicht so schlecht aus hier, oder? Was ist denn das? Reines Ferrit. Ist aber nur Ferrit-Staub drin. Okay. Dann wollen wir mal zu den Überresten von Yamar. Anomalieaufspürungsprotokoll werden bereitgestellt. Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte, ein seltsamer Auszug. Aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender? Ist das Freund? Wir sind Reisender. Freunde sind wir noch nicht. Erstmal gucken, was es hier gibt. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Aber offensichtlich ist irgendetwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? wir fangen vorne an. Ersteres? Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Frage schon unzählige Male gestellt hat. Er fragt noch einmal... Hat es das purpurne Auge gesehen? Hat es das purpurne Auge gesehen? Ja, das haben wir schon gesehen. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm, Alarm, die Grenzen fallen. Die Mauern stürzen ein. Dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Eine Warpzelle. Juhu. Juhu. Warpzelle. Okay. Wie viel gibt's? 10?
11? 9. Finde den mysteriösen Überbringer dieser Nachricht, Botschaft. Aber wirklich recht schick hier. Kannst du nicht meckern. Doch ein bisschen mehr grün als gedacht. Wahrscheinlich alles giftig grün. Aber ich möchte euch heute gern noch... Ich oder der Anzug ist zu dick. Ich komme da nicht durch. Würde gern noch den anderen Planeten zeigen, der gut aussah aus dem Orbit. Finde den mysteriösen Überbringer der Nachricht. Begib dich in den Weltraum. Okay. Wahrscheinlich müssen wir wieder woanders hinreisen. Nochmal ein anderes System. Oder? Ach, guck mal hier. Hier sind seltsame Kräfte am Werk. Mir wurden Nachrichten hinterlassen. Brotkrumen. Okay. Die mich auf einen Weg führen. Soll ich nach den Antworten suchen? Soll ich diese Anomalien und Brüche untersuchen? Oder soll ich diese Galaxie nach eigenem Ermessen genießen und diesen sicheren Problem aus dem Weg gehen? Suche nach Antworten. Auf jeden Fall. Ich will wissen, was ist hier los? Wo kommt er her? Wo soll ich hin? Ah, zum Frachter. Nanu? Achso, das ist auch gar nicht so weit weg. Kann das sein? Ich habe sie doch gerade hierhin teleportiert. Ach du heilige Slottchen. Okay. Da müssen wir rein. Na dann wollen wir mal. Ist das der Eingang oder ist der auf der anderen Seite? Okay. Der scheint auf der anderen Seite zu sein. Na dann. Fliegen wir mal rüber. So. Das kenne ich auch alles noch, ne? In den ganzen Versionen, die immer mal wieder vom Spiel dann geupdatet wurden. Kennt man das alle schon mehr oder weniger anders? Ich finde, es dauert jetzt ein bisschen länger, ist jetzt aber nicht weiter schlimm. So, okay. Okay. Hallo, guten Tag. Lalalala. Ich rede erst mit ihm. Spezielles Polo. Ja, Marco. Freund findet man überall. Man muss nur wissen, wo man sucht. Freund in allen Foren, in allen Größen und in allen Umgebungen. Der Gag wischt seine mit Öl beschmutzten Hände an seinem Anzug ab, während er mit mir spricht. Er stellt sich als Spezialist Polo vor, ein Flüchtiger, der Gag. Er handelt, er hat den Handel, die Units und jegliche materielle Besitztümer hinter sich gelassen, um mit einem Roboterpriester außerhalb von Zentrum und von Raum und Zeit in einer Anomalie zu leben. Im Großen und Ganzen wirkt er wie ein heiterer Gag. Er interessiert sich für meine Reise und welche fühlenden Spezies ich getroffen habe. Er scheint nicht mehr viel herumzukommen. Daten für Polo finden. Jo, machen wir. Ah, 30 Aliens begegnen. 20 haben wir schon geschafft. Bitte sei besser, bitte sei besser, bitte sei besser. Sieht größer aus. Ja, kostet 2,5 Millionen. Nein. Das wäre natürlich der Hammer. Vielleicht kommen wir hier in dem System irgendwie an 2,5 Millionen ran. Dann wissen wir, wo wir ein neues herkriegen. Neues Multi-Werkzeug, das würde ich mal kaufen. Da hätten wir für ewig Ruhe. Da hätten wir wirklich für ewig Ruhe. 16. Ja, die Zahl kommt mir bekannt vor. Die Schaltpulte und Systeme sind inaktiv. Nada starrt sie an, seine Maske verblasst. Nur ein Wort, wie ein Refrain, ist zu hören. 16. Der Reisende hofft, Fortschritte zu machen. Der Reisende testet sich selbst. Nada wird helfen. Ein Tausch. Fortschritt. Für Fortschritt. Meilensteindaten übertragen. Du hast viel gesehen, aber verstehst du es auch? Nada weiß das nicht. Bitte nimm das. 1150 Nanit. Oh, oh, oh. Was brauche ich hier? Atlas Pass V100? Nee, da komme ich so rein. Ich guck mich nur mal um.
Chef Nada. Bin. Oh, gleich wieder da. Korax Simulationsterminal? Och. Das ist ja nett. Nutzer identifiziert, Terminal jetzt aktiv, Datenprotokoll zur Analyse freigegeben. Die Maschine ist uralt und mächtig, ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Das ist aber schade. Mist, da kommen wir nicht rein. Vielleicht erst, wenn wir die Aufgabe für Polo abgeschlossen haben. Okay. Aber echt cool gemacht. Also, das gefällt mir. Das hat mir von Anfang an gut gefallen. So, der Weg des Atlas. Und ich hoffe, er ist jetzt nicht mehr ganz so verbuggt. Hat ja in den letzten Versionen schon immer besser funktioniert. Und so. Wollen wir mal zu dem Frachter? Da hieß es ja immer, man bekommt irgendwann kostenlosen Frachter. Vielleicht ist es der, zumindest wird er auch lila angezeigt, den man allerdings erstmal beschützen muss vor den Piraten. In dem Fall sind ja die Piraten noch ausgeschaltet. Frachter rufen. Kann man denn irgendwie auf den Dingern landen? Also mit Sicherheit schon, aber. Ach, dort. Nein, saug mich noch nicht rein. Sorry, das muss mal kurz sein. Finde ich super. Hauptschiff. Okay. Das, also ich kenne das schon noch mit dem Frachter aus einer alten Version des Spiels, aber ich glaube dann kurz danach war es vorbei wieder irgendwie. Deswegen mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Oh, Nanu. Admiral Uginsk. Aus Tschechien. Nein, egal woher. Okay, wir gehen mal hin. Mann, wir wollten, oder ich wollte eigentlich noch mit euch auf den schönen Planeten, den wir gesehen haben, der so ein bisschen erdähnlich aussah aus dem Weltraum. Schon recht groß, ne? Oh, guck mal, er hat auch diese verschlossenen Kisten. Hallo, guten Tag. Ich kann leider nicht mit dir reden. Schade. Herr Admiral, ich verstehe Sie leider nicht. Auf Deutsch. Eine Aura erschöpfter Autorität zeichnet diese Lebensform eindeutig als den Kapitän des Frachters aus. Ich frage mich, ob er der Bürde des Besitzes müde ist, die Verantwortung für das Leben seiner Besatzung, also er und der Typ von gerade, alle zwei, muss schwer auf ihm lasten. Er scheint empfänglich für ein Angebot zu sein. Ein Frachter ermöglicht Zugang zu einem großen Inventar und verfügt über einen Hangar, in dem mehrere Schiffe geparkt werden können, sowie über genügend Raum, um eine orbitale Basis zu bauen. Was zur Hölle? 5 Millionen bloß. Bloß 5 Millionen. Wow, der hat ja viel Frachtplatz. Ne, wahrscheinlich sind die Frachtplätze hier nochmal größer, oder? Dass hier vom Stack her mehr drauf passt, kann das sein? Ja, das ist ja nicht schlecht. Das können wir machen, ne? 5 Millionen Credits. Irgendwie kriegen wir das schon zusammen. Okay, das finde ich cool. Auch wenn wir irgendwo einen kostenlos erhalten. Wie gesagt, falls das nicht klappt, weil ich ja die Piraten ausgeschaltet habe, soll es mir recht sein, dann würde ich so ein Teil auch kaufen.
Okay. Wir schauen uns mal noch ein bisschen um. Einmal Mikroprozessor. Uff, also 5 Millionen für einen Frachter und 2 irgendwas für das Multitool. Ich würde sogar tatsächlich erst das Multitool uns irgendwie anschaffen, besorgen. Und dann den Frachter. Also das Multitool für 2 Millionen für über 20 Plätze. Da ist schon echt eine Wucht. Das gefällt mir. Das hätte ich wirklich ganz gern. Na gut. Zack. So, dann landen wir wenigstens noch auf dem schönen Planeten, den wir gesehen haben. Der Frachter verschwindet ja, denke ich, nicht. Der wird hier schon bleiben. Müssen wir bloß... So, mal kurz ein bisschen weg. Achtung, Steinchen. So, wo ist denn der schöne Planet? Ich glaube, der ist hinter uns. Nee, da ist er. So. Genau da gehen wir jetzt hin. Okay. Jo, also wenn der wirklich gut ist als blühender Planet, kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier einfach nochmal eine neue Basis gründen. Warum auch nicht? Wir haben sogar noch eine Warpzelle. Behalten wir erstmal. Und dann uns hier versuchen, so ein bisschen an Geld ranzukommen. Aha, 91,14. Ach so, hier stoppt das Spiel wieder. Okay. 1400 Nanit haben wir fast. 1395. 19 Sekunden noch bis zur potenziellen neuen Heimat. Vielleicht sogar ab und zu mal mit einem schönen Ausblick auf den Ringplaneten links von uns. Sieht sehr, sehr wasserhaltig aus. Dafür vielleicht nicht so übermäßig warm, wie die letzten alle Planeten, außer der eine, der zu kalt war. Ja, mal schauen. Irgendwo schön am Meer. Das wäre toll. Da sieht doch schon mal gar nicht so doof aus hier. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir näher kommen. Da hinten irgendwo mit so einem Berg im Rücken. Vielleicht da hinten. Tut sich immer so ein bisschen schwer, ne, um den richtigen Platz zu wählen. Ich fände es hier vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Guck mal, hier vorne kann man doch schön bauen. Da der Hintergrund nicht schlecht mit den Bergen. Ich würde sagen, ich lande mal. Dann gucken wir uns die Sache mal genauer an. Aber erst in der nächsten Folge. Denn das war's für heute.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.